Auf geht's. Baby Mario ist plötzlich gelb geworden. Ich weiß nicht, ob er Gelbfieber hat oder so. Guckt euch das mal an. Der ist gelb. Der ist einfach gelb. Ja, die Katze hat recht. Wir gehen erstmal da ins Affenland. So, Kinder, da sind wir wieder. Ich muss kurz mich erinnern, wie das Spiel funktioniert. Und dann geht's rein da. Ach, guck mal, ich habe kein Ei. Das ist tragisch. Chat, habt ihr mal ein Ei für mich? Ja, nee, aber Gamescom? Gamescom war irgendwie nichts, ne? Oh. Ich habe den Affen getötet. Ups. Ich wollte doch ein Ei aus ihm machen, aber ich glaube, man kann die nicht essen. Okay, man kann sie doch essen. Nevermind. Man kann sie doch essen. Ich habe nichts gesagt. Warum laufen hier überhaupt Affen rum? Warum beschießen mich die Affen mit Sachen? Komm her, ich brauch dich. Oh, ich habe das Gefühl, das ist wirklich kein Level, das gut war, ohne Eier zu betreten. Das hat grammatikalisch keinen Sinn gemacht, aber das ist in Ordnung. Ihr wisst schon. So. Die Wolke einfach wieder verschwunden war. Die dachte wohl, ich hätte sie vergessen. Habe ich aber nicht. Ich habe so die Hälfte der Opening Night Live der Gamescom gesehen und bin dabei fast eingeschlafen. Das war irgendwie langweilig, aber das hatte Geoff Keighley vorher schon prophezeit, daher war es in Ordnung. Er war ja so, bitte, bitte erwartet nichts von der Gamescom. Und ich so, okay. Aber es ist ja wirklich gar nichts passiert irgendwie. So überhaupt nichts. Das fand ich schon ein bisschen krass. Aber die heben das alle für nächsten Monat auf, wenn Tokyo Game Show ist. Ich freue mich übelst krass auf Tokyo Game Show dieses Jahr. Ich freue mich immer, jedes Jahr, auf die Tokyo Game Show, seit ich 2000, warte, 2011 war es, ne? Seit wir 2011 auf der Game Show waren, freue ich mich da riesig dolle drauf, jedes. Mist. Jedes Jahr. Ist, glaube ich, auch so ziemlich die einzige Messe, die ich nochmal besuchen würde. Ach so, mit Melonenkern kann ich ihn nicht töten, ne? Das scheint mir sinnvoll. Begehe ich übrigens gerade Affengenozid? Ich glaube ja, ne? Also, wenn Little Nightmare 3 das Highlight der Show ist, hast du ein Problem. Ja, vor allen Dingen, Little Nightmare sah ganz cool aus. Das habe ich nachgeguckt, den Trailer. Aber das ist wieder Multiplayer, oder? Ist das Multiplayer-only? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte, warte, nein, nein, nein. Okay, wie komme ich da runter? Verdächtig. Auch, dass diese Ranken hier in den Boden wachsen. Aber Multiplayer ist dann wieder doof. Ich mochte Little Nightmare 1 ganz gerne, aber Multiplayer ist dann halt wieder schwierig. Ich habe zwar eine Frau, aber ich habe doch keine Freunde, Kinder. Wisst ihr doch. Hört doch auf, hier Multiplayer-Spiele rauszubringen. Oh, Yoshi kann schwimmen. Ich komme hier nur nicht mehr raus. Ach, guck mal, so kommt man dahin. Aber ich komme nicht raus. Yoshi! Ich komme wirklich nicht mehr raus, ne? Muss ich jetzt sterben, weil Yoshi hier nicht mehr rauskommt? Das wäre unfortunate. Doch, ich konnte da stehen. Meine Frau ist auch meine beste Freundin, aber. You know. Sobald man mehr als eine Freundin braucht, ist blöd. Ich glaube, ich kann hier einfach laufen und schlage die ganze Zeit Baby Marios Kopf irgendwo an. Okay, aber wofür ist das hier? Hier ist doch nichts. Ich bin so verwirrt. Kinder, ich bin so verwirrt. Was sollte das? Dieses Level spielt mit mir und meinen Gefühlen und dabei fangen wir gerade erst an. Vielleicht sollte ich nicht alle Affen töten. Sky, dich gibt's ja auch noch. Hallöchen. Warst du auf der Gamescom? Was so gemein. Bis zur Tokyo Game Show müssen wir noch einen Monat warten, glaube ich. Warte, wie viel ist heute?
Wow, ich habe doch nur nach dem Datum geguckt. Muss man mich doch nicht gleich attackieren. War das dieser Frosch? Ich habe logischerweise nicht hingeguckt. War das dieser kleine? War es das du? Du kleiner Scheißer? Was soll das denn? Ich habe mich mega erschrocken. So, ich wollte nur kurz gucken, welcher Tag heute ist. Weißt du? Und dann ist hier direkt Alarm. Du warst nicht auf der Gamescom? Schade. Aber du hast nichts verpasst. Tröste dich. Der Affe? Der Scheißaffe hat mich abgespuckt, sagst du? Das würde ich auch glauben. Tja, schätze, das mit dem Frieden ist dann jetzt vorbei. Ja, der hat auch gerade auf mich gespuckt. Ich schätze, das ist so ein Ding. Ich habe gar nicht nach unten gedrückt, der hat ihn einfach geschluckt. Warst noch nie auf der Gamescom? Tröste dich, du hast nichts verpasst. Wann waren wir auf der Gamescom, Schatz? Wir waren einmal auf der Gamescom und zwar so toll, dass ich nie wieder hin möchte. Also außer ich werde jetzt noch irgendwann in den nächsten Jahren so ein richtig krasser Influencer, werdet ihr mich nie mehr auf der Gamescom sehen. 2018? Ist das echt schon so lange? Er muss ja, ne? Wegen Final Fantasy. Da haben wir damals eine Final Fantasy 14 Demo-CD bekommen. Damals war die Demo-Zeit so 2 Wochen. Heute kannst du einfach die ersten 3 Expansions in der Demo spielen. Wie sich die Zeiten geändert haben, Kinder. Crazy. Apropos Final Fantasy 14, das wurde gestern 10. Also eigentlich ist es älter, aber Realm Reborn wurde 10. Ich muss es spezifizieren. Da habe ich mich auch kurz ein bisschen alt gefühlt. Und die Japaner haben einfach übelst das geile Feuerwerk bekommen. Da war ich ein bisschen neidisch. Oh Gott. Hilfe. Was ist denn hier los? So, und wer von denen hat jetzt die Kokosnuss geklaut? Hm? Och, Manu, hör doch auf. So ein Arsch. Hab ich jetzt die Bombe gegessen? Yoshi isst auch wirklich alles. Ja, das Ding ist halt echt, es ist so voll. Und auf der Tokyo Game Show hat es mich nicht so doll gestört, weil klimatisiert und alle chillig und alle am Sitzen in der Schlange und so. Aber auf der Gamescom stehst du halt rum und es ist stickig und voll und blöd und dann sind die Demos meistens auch nicht so cool. Aber ja. Wow, ich konnte mit dem Affen die Blase nicht platzen lassen. Das ist merkwürdig. So eine ätzende Partybühne. Ja, ich glaube, das Problem, das ich jetzt nach 3 Jahren Pandemie auch hätte, es wäre mir, glaube ich, einfach zu laut auf der Gamescom. Weil da sind ja nicht nur viele Menschen, da ist ja auch die ganze Zeit irgendwie Alarm. Und Trailer-Shows und Partybus und weiß ich nicht was. Ich glaube, das wäre mir einfach zu laut. Ich bin so empfindlich geworden, was das angeht. Oh Gott, Hilfe. Was machen diese Affen denn da? Aber hey, wir haben alle roten Münzen. Und da ist das Ziel. Ja, sie hat random angehalten. Die Japaner stehen halt auch gerne an. Also Tokyo Game Show kannst du wirklich nicht mit anderen Conventions vergleichen. Die Japaner sind unendlich organisiert. Die Japaner stehen gerne an. Es ist einfach zauberhaft. Ich habe so gute Erinnerungen an die Tokyo Game Show. Ich erzähle immer wieder gerne davon, wie toll die Tokyo Game Show war. Wo ich Kingdom Hearts Dream Drop Distance und das andere Spiel angespielt habe auf der Demo. Welches Final Fantasy kam damals raus? Weiß es nicht mehr. Irgendein Final Fantasy. Das war richtig schön. Ich habe das Bild vor meinem inneren Auge. Aber ich habe mich heute schon viel körperlich betätigt. Ich bin ein bisschen durch, muss ich ehrlich sagen. Oh nein, sind das Shy Guy Barbaren? Was ist denn mit den Japanern falsch? Wer mag denn warten? Nee, die warten nicht gerne, aber die stehen einfach gern Schlange. Die stellen sich einfach gern... Man müsste mal so ein soziales Experiment machen und auf der Straße einfach so 3, 4 Leute hinstellen, die auf gar nichts warten. Es würden sich Japaner dahinter stellen. Die stehen einfach gerne in der Schlange. war da im Hintergrund gerade was? Nein, das war die Zahl meiner Dingsies, ne? Oh Gott. Die sehen gefährlich aus.
Shy Guy Eingeborene. Oh, der hat ein Schild. Clever. Au, ich bin gar nicht draufgehüpft. Lüger. Lüger. Nein. Hey, Yoshi ist gar nicht gestorben. Aber jetzt haben sie Mario entführt. Das haben wir noch nie gesehen, ne? Haben einfach Mario geklaut. Verdammt. Ich will doch nur wissen, ob das andere entführte Baby... Baby Yoshi war... Baby Luigi war... Ich bin heute echt durch. Tut mir sehr leid. Das Wochenende war sehr anstrengend, aber sehr schön anstrengend. Und bald werdet ihr auch wissen, warum. Aber noch nicht. Noch verrate ich es. Ja, das Ding ist, die meisten gehen halt auf Conventions, um Leute zu treffen oder Merch zu kaufen oder sonst irgendwas. Oder halt, ne, für Cosplay und sowas. Aber das kategorisiere ich so ein bisschen unter Leute treffen. Aber, selbst in Zeiten, in denen ich gerne auf solche Veranstaltungen gegangen wäre, hätte ich das schon... Die tanzen? Ach, cool. Das hier ist übrigens wirklich blind für mich, ne? Was ich an der ganzen Corona-Zeit halt am meisten mochte, ist, dass früher so viele Spiele-Demos und so Kram messe-exklusiv war. Und sie dann, weil Leute nicht mehr auf Messen gehen konnten, weil wir alle zu Hause bleiben sollten, den Kram dann halt für alle öffentlich zugänglich gemacht haben. Das hatte natürlich auch Nachteile. Hashtag Dataminer. Aber so Demos aus dem eigenen Zuhause, aus dem Komfort meines eigenen Zuhauses spielen, bin ich großer Fan von, muss ich sagen. Bin ich großer Fan von. Okay, das wirkte jetzt irgendwie pointless. Leute, die ich treffen wollen würde, gehen halt auch nicht auf die Gamescom. Same, ehrlicherweise. Aber das ist halt so dieses Community-Ding, auch bei Anime- und Manga-Sachen. Und ich meine, ich bin früher echt gerne auf solche Treffen gegangen. Ich habe sogar so ein Community-Treffen mal geleitet, ja. Ich war nicht immer so ein Moffo wie jetzt. Nur fürs Protokoll. Aber, hä, warte, bin ich jetzt zurückgegangen? Ja, ich glaube schon. Okay, das Level ist irgendwie merkwürdig. Ich war nicht immer so ein Moffo. Aber, au. Das war unglücklich. Aber mittlerweile ist halt so der Appeal für mich irgendwie weg. Ist ja vielleicht auch so ein... Ja, es ist kein Altersding, aber... You know. Ich bin aus dieser Szene-Kultur so ein bisschen rausgewachsen. Muss ich da jetzt Glück haben? Das ist eine blöde Stelle. Ah, nee, warte, ich muss den Block da antippen. Okay, okay. Und dann nicht in die Hölle fallen. So, jetzt haben wir es doch. Wer hat die Bohrmaschine ausgepackt, Chat? Wer war's? Sind doch wohl nicht die Shy Guys, oder? Sind das überhaupt Shy Guys? Sind das Barbaren Guys? So schüchtern sehen die mir nicht aus mit ihrem Speer und ihrem Schild. Das bist du, ne? Warum machen diese Dinger so laute Geräusche? Ist auch anders verstörend. Eine Blume. Das klingt, als wären die so ein ganzer Rasenmäher. Warum sind die so? Aber das Ding ist, E3 war nur so lange cool, wie die Öffentlichkeit halt nicht zugelassen wurde.
Das ist halt das Problem. E3 wurde komisch, als sie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Und dass so ein Insider-Event übelst cool ist, ist ja logisch. Das ist ja kein Geheimnis. So die exklusiven Events und Sachen ist halt immer cooler. Aber da kommen wir alle nicht rein. Da kommen wir Normalo-Plebs dann wieder alle nicht rein. Ja, weißt du, die sind so glücklich und ich töte die alle. Man muss sich aber schon fragen, das da sind ja Ureinwohner, Eingeborene. Ist das überhaupt die Insel der Yoshis? Ja, vor lauter Freude in den Abgrund getanzt. Ist das überhaupt die Insel der Yoshis, weil die Eingeborenen sind Schallgeist? Nee, Gronkh 2.0 darfst du auch nicht werden, weil Gronkh hat Gamescom-Verbot. Das klingt jetzt auf den ersten Blick skurril. Aber Gronkh hat Gamescom-Verbot. Gronkh darf zu seiner eigenen Meet-and-Greet-Geschichte kommen, aber er darf nicht über die Messe laufen. Das ist auch anders kacke so. Er darf nur hinter Halle 8 existieren, Samstag. Ja, aber Domi, du musst es mal so sehen. Früher, und da warst du vielleicht noch zu klein, früher wurde halt alles auf die E3 gestapelt, weil es sonst keine anderen Events gab und keine Möglichkeiten, irgendwie Dinge anzukündigen, so wie jetzt. Also Directs gibt es auch schon länger, ja, aber halt. Da hat man sich die ganzen krassen Highlights für dieses eine Event im Juni aufgehoben. Und das ganze Jahr über war sonst einfach Newsflaute. Und ich finde das viel angenehmer, dass wir jetzt ständig die ganze Zeit so ein leichtes Buzzing haben. Und es nicht alles in den Juni geknallt wird, weil das ist... Und vielleicht noch in den September, wo Tokyo Game Show war. Weil ich das so anstrengend finde. Ich finde das viel angenehmer. Oh, ich hätte mir das merken müssen. Ne? Ich finde das viel angenehmer, dass es jetzt so nach und nach immer passiert. Und halt auch so Surprise-Ankündigungen rauskommen. Und du nicht weißt, okay, wenn auf der E3 was nicht angekündigt wird und auf der Tokyo Game Show nicht, kann es halt noch ein Jahr warten. Dass irgendwas kommt. Eventuell könnte da Monte schuld sein. Jein, auch. Aber das Problem ist, Erik zieht halt auch viel zu viele Leute an. Das heißt, er kann einfach nicht in Ruhe über die Messe laufen. Und zu seiner eigenen Sicherheit, und weil die ihm keine Security hinballern wollen, damit er auch in so einer Traube durch die Gamescom laufen kann, darf er nicht mehr über die Gamescom gehen. Oh, ich habe noch einen Versuch. Ich habe es mir halt nur echt nicht gemerkt. Ha. Volle Eier. Hier. Schade. Haben die eigentlich jemals den Typen gefunden, der vor den Fortnite stand? Na, ihr wisst schon. Gekackt hat. Hat man den gefunden eigentlich? Ich glaube, das wird für immer mein Gamescom-Highlight sein, wie der Typ einfach von Fortnite stand. Gekackert hat. Ich meine, manchmal geht's nicht anders. Irgendwie ist das hier die Affenwelt, kann das sein? Ist ja richtig affig hier. Ach nö, du auch noch. Ich glaube, sein Name stand im Leveltitel. Ich habe ihn mir nicht gemerkt. Wisst ihr, wie der heißt? Der Lümmler hier. Und heißen die anders, wenn die ein anderes Element haben? Der hier ist ja jetzt anscheinend Wasser. Wir haben den Lava-Freund davon ja schon mal kennengelernt. Oh Gott, Hilfe. Ja, so die letzten Jahre, aber denk mal 10 Jahre zurück und daran wirst du dich wahrscheinlich nicht erinnern, wie schlimm es damals war. Als wir nur die E3 hatten. Und schon willst du die E3 nicht zurück. Vor allen Dingen war die E3 schon tot, als diese ganze Doxing-Geschichte passiert ist. Also, es wäre wahrscheinlich sowieso passiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist was. Wahrscheinlich nur mein sicherer Tod, aber... komisch. Ja, vor 10 Jahren haben auch die ersten Directs angefangen, aber...
Wenn ich noch weiter zurückgehe, erinnert er sich erst recht nicht mehr. Ach stimmt, diese Monte-Aktion mit der Traube, ne? Das habe ich auch gesehen, ja. Aber der Erik darf schon länger nicht mehr über die Games kommen. Also das war schon vor Monte. Au. Das ist jetzt schlecht. Danke, Bi. Das war, glaube ich, schon vor 2020 so. Vor 10 Jahren ist aber auch schwierig. Ja, aber nur, weil du so jung bist. Ich erinnere mich da sehr gut daran. Da haben wir nicht mal gescheite Demos bekommen. Da war diese Kingdom Hearts Demo auf der Tokyo Game Show das Allerkrasseste für mich. Bei Demos damals, erinnert ihr euch noch? Seid ihr, Chat, outet euch mal. Seid ihr so alt, dass ihr euch noch erinnern könnt, dass zum Beispiel so Videospielen wie Final Fantasy VII auf der PlayStation 1, das ja 3 Discs hatte, aber Plätze für 4 Discs, dass dann da einfach eine Disc dabei lag mit Videospiele-Demos? Seid ihr so alt? Das waren die Zeiten. Ach komm, hör mal auf hier. Hör mal auf, mein Baby zu klauen. Brauch den noch. Weiß nicht genau wofür, aber ich brauch den noch. Was wollen die Affen überhaupt mit einem Baby? Meint ihr, die wollen den essen? Ey, die 90er waren richtig wild. Demo-Discs, Mann. Oder auch so als Computerbildspiele dann irgendwann angefangen hat, irgendwelche Demo-CDs rauszubringen. Das waren nicht mal DVDs, das waren CDs, okay. Wofür brauche ich die? Die sind sehr bouncy. Harry! Würde auch Babys klauen? Ew, nee, danke. Die können das Baby von den Nachbarn klauen, das die ganze Zeit weint momentan. Dem armen Kind ist die Hitze auch nicht bekommen. Donkey hat's auch Vater bringen. Ich habe gerade einen sehr langen Shy Guy getötet, habt ihr gesehen? Hat der Affe die Farbe gewechselt, seit ich ihn mit dem Kern angespuckt habe? Nein! Helikopter-Yoshi! Verdammt, ich habe Helikopter-Yoshi verbaut. Tut mir leid, Chat. Ich hab's versaut. Das ist alles nur, weil ich nicht Baldur's Gate 3 spielen darf. Ach, da muss ich mit dem Helikopter hin. Och, und der lässt sich auch da. Ja, hallöchen. Weißt du, die Affen, die gucken so lieb, ne? Aber das sind so richtige kleine Terroristen. Upp. Warte mal, hatten wir nicht vorhin einen Schlüssel? Habe ich den eingelöst? Sind wir einfach mit dem Schlüssel ins Ziel gelaufen? So ein bisschen am Labern. Oh, okay. Wieso kam da jetzt... Kriegen Sie es raus? Oh, aber doch, eine gute Sache hatte die Gamescom noch, aber das wäre auch ohne Gamescom passiert. Neuer Trailer für Persona 3 Remake. Alter, ich bin so hype auf das Game, ne? Nächstes Jahr, Anfang 2024, wird so insane. Weil es fängt halt einfach mal an mit so Spielen wie Persona 3 Reload und Final Fantasy VII Rebirth und diese beiden anderen JRPGs. Wie komme ich jetzt darüber? Bin ich dumm? Oh, aber jetzt können wir den Yoshi-Copter holen. Machen wir doch erstmal das. Ach komm. 1 von 17.000 Endings, da geht noch mehr. Ich habe aber gehört, dass die Romance-Endings leider alle verbuggt waren. Bis zum Patch. Ach, hier ist die Tür. Okay. Die sollen das erstmal ein bisschen fixen. Den Baldur. Und dann sollen sie es ein bisschen im Preis reduzieren. Und dann spiele ich auch Baldur's Gate. Das Kämpfen ist mir einfach zu nervig. Sag doch, wie es ist. Es ist dir zu langweilig. Kannst ruhig ehrlich zu mir sein. U-Boot Yoshi! Er ist einfach ein fucking U-Boot und er sieht richtig doof aus. Das
Geräusch. Oh Gott. Chat, übrigens, weil Final Fantasy XIV und Realm Reborn 10 Jahre alt geworden ist. Fall Guys Collab. Habt ihr Bock? Ich hätte mal Bock, wieder Fall Guys zu streamen. Was ist die... Das ist für die Leute lustig, die schon länger dabei sind und die vielleicht sich noch an Maritubo erinnern. So, so hätte es aussehen müssen. Das Maritubo. Au. Oh oh. Oh oh. Verkackt. Ja, schießt so multifunktional einfach. Halt übelst krass. Hallo? Oh, Yoshi kann nicht tauchen, guck mal. Domi ist zu jung und zu stürmisch und zu drängerisch. Für Strategiespiele, ich sehe das schon. Das passiert, wenn man mit so ganz vielen Actionspielen aufwächst und langweilige Sachen langweilig sind. Nein, ich wollte sagen, entspannte Sachen langweilig sind. Wenn man nachdenken muss, bevor man irgendwas macht. Die Jugend heutzutage liest nicht mehr, die drückt nur noch ganz schnell Knöpfe. Ich habe mich diese Woche teilweise so alt gefühlt, ne? Wo ist denn jetzt hier das Ende? Nein! Es gibt nur ein wahres Strategiespiel. Welches? Fire Emblem. Nein. Ich möchte bezweifeln, dass du Final Fantasy Tactics gespielt hast, Domi, sonst würdest du das nicht sagen. Ehrlich gesagt. Age of Empire. Das habe ich wiederum nie gespielt. Aber das Gute ist, ich komme ja jetzt so langsam in meine Gamer-Rentner-Phase. Da brauche ich solche langsam entspannten Spiele, wo man nur so alle 5 Stunden mal einen Knopf drückt. Gott, Hilfe. Ja, Domi, wir reden doch aber gerade von Strategiespielen und nicht von Turn-Based-Spielen, oder nicht? Hm? Hm? Ich meine, ich musste ehrlich sein, ich musste auch Bock drauf haben. Aber wenn ich Bock drauf habe, ey, also Fire Emblem Engage hat mir richtig Spaß gemacht. Da waren mir die 60 Stunden ehrlich gesagt zu wenig. Das heißt, ich muss mir irgendwann noch den Season Pass kaufen. Isst du Eier? Der isst mein Baby! Nein! Weißt du was? Ich cheate erstmal kurz. Wenn wir jetzt hier nämlich sterben, haben wir den Save Point. Paradox-Titel? Hast du ein Beispiel für Paradox-Titel? Das sagt mir jetzt so. Hilfe. Warum ist das hier so rutschig? Das sagt mir so spontan, nämlich nichts. Ich war ja, bis ich mit Stream angefangen habe, auch so ein Gamer-Elitist und habe nur so gefühlt 3 Franchises gespielt. Und dann habe ich die Augen geöffnet, Chat. Mir wurden die Augen geöffnet durch Stream. Und jetzt muss ich so viele Dinge nachholen. Njom. Hey, der Cheap Cheap hat kein Ei gemacht. Was soll denn die Scheiße? Ist das ein bisschen mit Yoshi Touch and Go verwandt? Yoshi Touch and Go war dieses DS-Spiel, oder? Es gibt ja auch noch Yoshi's New Island. Auf dem DS, glaube ich. Aber ich glaube, alle Yoshi-Spiele haben gemeinsam, dass man Yoshi spielt. Also so gesehen sind sie verwandt, denke ich. Google doch mal Yoshi-Spiele, das würde mich sowieso interessieren. Wie viele Yoshi-Spiele es eigentlich gibt, weil ich weiß, Yoshi's Island war, glaube ich, das... Wobei, war Yoshi's Island das erste, weil es gab ja auch schon Yoshi's Cookies? Auf dem Game Boy, glaube ich? Ich glaube, Yoshi's Island ist so das erste richtige und von allen anerkannte Yoshi-Spiel. Das neue Dragon Quest... Nein, das ist ein Spin-Off. Das neue Dragon Quest-Game wäre ja Dragon Quest 12. Das ist auch rundenbasiert. Wenn Square das ja aufteilt. Clive darf jetzt hau drauf sein. Und Dragon Quest bleibt rundenbasiert. Ne, das auf dem Geld. Ich glaube, das allererste theoretische Yoshi-Spiel ist Yoshi's Cookies. Weil Yoshi so ganz wilde Spiele hat. Yoshi ist wie Kirby.
Kirby hat ja auch diese 5000 SNES-Spiele, so Kirby Golf und weiß ich nicht was alles. Und Yoshi ist so ein bisschen wie Kirby, was das angeht. Der hat so 5 Milliarden Dinger, aber so die krass anerkannten ist halt sowas wie Woolly World und Crafted World und Yoshi's Island, Yoshi's Story auch. Hör mal, ich habe das Zungenduell verloren. Nein! Nein, Yoshi! Komm nicht mehr raus. Mann. Was für ein Aufstand. Aber es ist trotzdem ein Spin-off Dragon Quest, weil es hat keine Zahl im Namen. Ich gewinne. Wie ist es nochmal Dragon Quest Shadow Prince Edgelord The Game? Hab's vergessen. Und dann gibt's ja auch noch Dragon Quest Die. Also D-A-I, nicht sterben. Aber apropos Dragon Quest 12. Zum einen haben wir seit Ewigkeiten nichts mehr von Dragon Quest 12 gehört. Ne, nicht Treasure, das andere neue, das mit dem Edgelord. Aber Dragon Quest 3 Remake und Dragon Quest 12 sollten vielleicht auf der Tokyo Game Show auch mal wieder gezeigt werden, weil was ist denn damit? Also gerade wie heißt es, 2D HD Remake von 3, da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber ist Infinity Strash The Adventure of Die nicht schon... The Adventure of Die ist doch nicht das mit dem Edgelord-Typen, oder? Hieß das nicht anders? Shadow irgendwas? Was hat er auch so einen Edgelord-Namen? Ich liebe 2D HD, ich liebe Octopath Traveler. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie es gemacht ist. Manchmal kriege ich tatsächlich Kopfschmerzen davon. Also Life Alive bei der Demo zum Beispiel hatte ich so ein bisschen das Problem. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Aber Octopath klingt super gut. Oh, der Dommy versteht mich nicht. Google ich's halt selber. Die haben doch noch so ein Ding angekündigt. Okay, anscheinend gibt es einen Charakter, der Shadow heißt in Dragon Quest. Das wusste ich auch nicht. What is the next Dragon Quest game? Dann ist es wieder da. Ja, aber das war das doch nicht, oder? Lass ich mal gucken. Nee, Die, das ist in Japan, glaube ich, schon übel lang raus. Nee, das ist auch nicht. Aber es gab davon schon mal was. Ich habe das schon mal gesehen. Aber das ist nicht das, was ich meine. Die hatten noch mal das mit diesem schwarzhaarigen, rotäugigen, komischen Protagonistentypen. Davon haben wir erst vor kurzem irgendwo einen Trailer gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das heißt. Ich erkenne bei den Spielen halt nichts. Ja, man muss sich reingucken. In die 2D HD-Grafik, das stimmt schon. Also ich mag die alte SNES-Pixel-Grafik auch ein bisschen lieber. Oder so was jetzt Chained Echoes so machen. The Dark Prince. Ja, hier, danke. Genau das meine ich. Ich wusste doch, irgendwas mit einem edgy Titel. Das meinte ich. Nee, aber es geht. Man kann sich dran gewöhnen, aber man muss sich tatsächlich dran gewöhnen. Also da bin ich bei dir. Okay. Das ist einfach an Yoshis Popo explodiert. Das hier sieht, by the way, auch nicht wie eine Burg aus. Okay, jetzt sieht's wie eine Burg aus. Wieso sind die Blumen böse auf mich? Ich habe denen gar nichts getan. Ich habe die nur nach Hause gebracht. Es tut mir so leid, dass meine Stimme heute so kacke ist. Weiß nicht, was da wieder los ist. Ich trinke ganz fleißig Tee und dann wird das schon. Eine Tür. Ist hier noch so? Oh Gott, der Tod. Okay, da komme ich sowieso nicht durch. Dann gehen wir durch die Tür. Ich muss aber auch sagen, Octopath 1 war schlimmer als Octopath 2. Also von Octopath 1 habe ich auch so ein bisschen Kopfweh bekommen. Und 2, aber vielleicht auch... Ich glaube, es könnte eventuell auch daran liegen. Ich habe Octopath 2 ja, als ich Corona hatte, auf der Light schön im Bett eingekuschelt gespielt. Vielleicht hilft der kleine Bildschirm.
Das klingt jetzt ein bisschen albern. Aber wenn diese Pixel quasi nicht so krass gestreckt werden, überfordert das das Gehirn vielleicht nicht so. Ah, dann wiederum habe ich die Life Alive Demo auch auf der Lite gespielt, aber. Das Star Ocean 2 Remake kann ich nicht spielen. Weil das Problem, was ich damit habe, sind die Character Models. Dieser Mix aus den 2D HD Hintergründen und diesen im anderen Stil gehaltenen Charakteren. Da geht mein Gehirn komplett steil. Was ist denn euer Deal eigentlich hier? 3 Eier. Das ist blöd, ich habe nur noch ein Ei. Die bewachen bestimmt eine Blume. Kann ich mir hier Eier snacken? Also farmen. Ja, hier. Oh, ich habe nur 6 Eier. Okay, dann bewachen die bestimmt was. Octopath 2 war fantastisch. Wenn dieses Jahr nicht dieses Jahr wäre, könnte es tatsächlich Game of the Year für mich sein. Es war fantastisch. Octopath 2 war übelst geil. Aber ich weiß nicht, ob es dir gefallen würde, weil es hat... Also es hat schon... Es ist schwierig zu erklären, ohne zu spoilern, weil Octopath 1 hat auch eine zusammenhängende Story. Aber im zweiten Teil haben sie es halt so gemacht, dass 2 Charaktere miteinander verbunden sind und deren Geschichte halt auf jeden Fall fest zusammenhängt. Lustigste. Aber die machen auch viel mehr zusammen. Also es hat sich schon besser angefühlt als in 1 Zusammengehörige. So, nur hilft mir das jetzt nicht weiter. Wo muss ich denn jetzt hin? Bin ich nur für die Blume hierher gekommen? Gott sei Dank hat dieses Spiel kein Zeitlimit. Hier kam ich doch nicht durch. Muss ich drunter durchschwimmen? Nö. Oh, warte, das kann ich durchschießen, glaube ich. Das ist durchlässiger Stein. Das muss einem doch jemand sagen. Er konnte meinem Ei nicht standhalten. Das klingt auch anders merkwürdig, aber vertraut mir, das passt schon so. So, noch schnell die Blume mitnehmen. Sind mir ein bisschen zu viele von diesen wilden Spritztypen. Nein! Baby! Baby über Bord! Uff. Ja, das ist jetzt blöd. Es ist eine richtig dumme Kackstelle, Alter. Ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Ja, das ist in Octo auch die ganze Zeit so, in Octo 1. Bis das Ende richtig cool wird, das aber nie jemand sehen wird, weil soweit keiner spielt. Ich habe einen ganzen sehr wütenden Post über Octopath Traveler geschrieben. Einen ganzen Blogpost. Wo mich Octopath echt ein bisschen sauer gemacht hat, was Square da angestellt hat. Dieses Level verwirrt mich übrigens unendlich. Kommen wir doch auch nicht raus, oder? Doch. Ich sollte die Macht von Yoshis Flatterflug nicht unterschätzen. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Von eben? Ich glaube schon. Nein, ich wollte ihn schlucken. Warte, jetzt komme ich hier doch schon wieder nicht weiter. Verwirrung, das Level. Nee, aber ich muss es mal sagen, ne? Dieses Jahr ist so ein insane krasses Gaming-Jahr. Es macht mich so fertig, dass es mit Awakening angefangen hat. Und dann eben auch so Dinge wie Octopath dieses Jahr alles war. Das ist so krass. Pikmin 4 war auch so übelst gut. Das will ich vielleicht auch nochmal im Stream spielen.
Muss ich mal gucken. Ich hab's 100%et und ich habe einfach Bock, es nochmal durchzuspielen. So gut war's. Das passiert mir ehrlicherweise selten. Normalerweise, wenn ich mit einem Spiel zu 100% fertig bin, will ich es erstmal eine Weile nicht mehr anpassen. Aber Pikmin 4 hätte ich einfach sofort nochmal durchspielen können. Und was kommt für dich im September? Also für mich kommen im September auch ein paar coole Sachen raus. Aber ich bin ja auch nicht Team Starfield. Darauf freuen sich wahrscheinlich die meisten. Ich frage mich halt wirklich, wieso zum Fick diese Plattform so unendlich nervig sein müsste vom Geräusch. Was sie sich dabei gedacht haben. Das triggert mich so ein bisschen. Bin ich auf dem Jahrmarkt oder was? Im Casino. Ich meine, Yoshi geht ins Casino, wir wissen das alle. Ja. Was für ein Level, Mann. Jetzt ist es auch noch dunkel. Ach stimmt, Lies of Pi. Cyberpunk DLC, Sea of Stars. Sea of Stars kommt ja auch übermorgen raus. Darauf warte ich so unendlich. Ich freue mich so sehr. Also wenn ich nächste Woche MIA bin, Sea of Stars ist schuld. Ich werde das so suchten. Aua. Da freue ich mich seit Monaten drauf. Nur Zelda. Ey, dieses Jahr, ich habe bestimmt dieses Jahr schon 50 Spiele gekauft und es ist nicht mal gelogen. Dieses Jahr ist das beste Jahr in Gaming seit 2007. Ja, Starfield kommt als Xbox Exclusive erstmal, ne? Ich meine, ich habe eine Xbox, aber das Problem, das ich mit Starfield habe, ist Games in Space. Wow! Das ist schlecht, ich habe nur noch ein Ei. Komm mal her. Krab, 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 Krabhammer! Sea of Stars, Mann. Ihr werdet mich über nichts anderes mehr reden hören, weil die Demo war schon so gut. Ich hab da so Bock drauf. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es im Game Pass oder im PS Plus spiele. Luxusprobleme. Ich wollte es eigentlich für die Switch kaufen. Nein! Ich wollte doch nur die Kamera darüber machen. Lauf doch nicht. Lauf doch nicht los. Ich treffe das doch so gar nicht. Irgendwas ist hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Komm, Kamera bitte. Dankeschön. Ich dachte, ich könnte ganz schlau mit dem Steuerkreuz die Kamera verschieben. Aber das geht natürlich nicht, weil wieso sollte es auch gehen? Ey, die Demo war so gut. Aber das wird richtig schwer. Sea of Stars wird so ein richtig schweres, kleines Arschlochspiel. Ich freue mich richtig drauf. Aber das wird so ein richtig kleines Arschlochspiel. Schaffe ich das? Nein, da kommt man nicht mehr hoch. Dann müssen wir es mit einem Ei machen. So ähnlich. Das Problem ist jetzt, wenn ich das Ding abschieße, kann ich einfach so rüberflattern. Das geht sogar. Von hier ist es einfacher, glaube ich. Tada! Aber, wir hatten diesen Schleim schon mal als Boss. Ich habe das Gefühl, der kommt wieder. Ein verpacktes Stück Scheiße, sag das doch nicht so. Leute freuen sich auf das Spiel. Sagen wir doch, es wird vielleicht wie Cyberpunk. Ey, aber Lies of Pi gönne ich mir auch im Game Pass. Habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Das ist jetzt blöd, Baby. Ich hätte den gerne, weil ich bräuchte vielleicht noch so ein Ei oder zwei. Aber Fallout 76 war doch auch so ein Drama am Anfang, ne? So gesehen. Fallout, Cyberpunk. Kommt am Ende aufs Gleiche raus.
So, lass mich raten. Hier ist jetzt der Boss und ich habe keine Eimaschine. Das ist traurig. Jedes Bethesda-Spiel ist verbackte Scheiße und die Leute fahren trotzdem drauf ab. Ja, da sitzt einer, der Cyberpunk übelst gerne hat. Vielleicht haben sie dazugelernt. Ich glaube immer an das Gute im Menschen- und Spieleentwickler. Nur in Fröschen. In kleinen Fröschen. Schatz, erklär mir mal bitte, wie du Yoshi's Island und Frösche gleichzeitig lieben kannst. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Oh nein, guck, und jetzt wird er auch noch von Kamek verzaubert. Ach du Scheiße. Nee, aber das Ding ist, es macht heutzutage auch bei ganz vielen Spielen keinen Sinn und keinen Spaß mehr, die Day One zu holen. Weil Bugs so, weil es so komplex geworden ist und du kannst halt nur so viel machen, bevor dir die Shareholder die Hütte einreißen. Man muss auch die andere Seite verstehen. Aber ja. Great job, Yoshi. Now you will be Froggy's lunch. Mann, weißt du, der chillt einfach nur. Guck dir diesen entspannten Frosch an. Oh nein, werde ich jetzt geschrumpft. Oh nein. Scheiße. Der hat mich einfach runtergeschluckt. Ich bin in seinem Bauch. Das ist ja eklig. Oh Gott. Hilfe. Was ist denn mit diesem Spiel los? Die haben noch Drogen genommen. Bitte, guckt euch diesen Boss an und sagt mir, es wäre nicht so. Was denkst du, ist das Game of the Year? Ich meine, es kommt auch noch Spider-Man und so raus. Oh, das tut mir doch weh. Au. Wieso kämpfe ich in einem Froschmagen? Wieso kämpfe ich gegen einen Froschmagen? Und wieso hat er ein Zäpfchen in seinem Magen? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe es nicht und ich möchte es auch nicht. Au. Dreh dich doch um, du dummer Dino. Jetzt gehen die Beleidigungen los. Ich kann nirgendwo hin. Yoshi, nein. Nein. Das ist der schlimmste Boss, aber ich weiß, dass noch einer kommt. Ein Yoshi's Island Boss kenne ich nämlich noch. Das liegt aber daran, dass sie infamous ist. Oh Gott, was ist das für ein beschissener Boss, Bruder? Was zum Fick? Albtraum war das? Baldur's Gate 3? Ja, nur weil eine Seite das so krass bewertet hat, weiß ich jetzt nicht. Ich würde erstmal Starfield und Spider-Man abwarten, wenn da der Hype da ist und Recency Bias und so. Aber Hades 2 News, apropos, wäre auch mal wieder. Wäre auch mal wieder schön. Dezember ist lange her, ich konnte es damals nicht genießen. Können wir einen neuen Hades 2 Hype bitte bekommen? Und ein schönes Open-World-RPG im Fantasy-Mittelalter-Setting kommt ein neues raus. Habe ich bei Wood im Stream gesehen, aber ich habe vergessen, wie es heißt. Ich glaube, irgendwas mit Crimson. Was ist von den Menschen, die von diesen Koreanern, die auch dieses Pokémon-Lookalike gemacht haben? Ach, du meinst das Metacritics-Review? Ja gut, demnach wird Pikmin 4 Game of the Year. Es gab doch auch irgend so eine Seite, die das Spiel seit das bestbewertetste Game seit 16 Jahren gemacht hat. Kann ich einfach hier stehen und bin dann safe? Ist das einfach der Cheatcode hier? Bei Pikmin 4 hat auch richtig krasse Wertungen bekommen. Absolut verdient, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist der Way to Go. Das ist in Japan 5 Wochen nach Release immer noch das meistverkaufte Switch-Game jede Woche. Wow, das war jetzt ultra einfach.
Ja, der mich jetzt ausgekackt. Oh, komm schon. Yoshi, das ist ich. Warte kurz, ich will ein Screenshot davon machen. Dieses Gesicht. Ich meine, so würde ich auch gucken, wenn mich eine Kröte ausgekackt hätte, aber holy shit, Bruder. Das war da.